In der Praxis zeigte sich immer wieder, dass Betreuungskräfte Essen anreichen, Toilettengänge durchführen, auch Medikamente anreichen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie sich damit eventuell strafbar oder auch haftbar machen, sollte etwas passieren. Kann denn die Betreuungskraft von sich aus diese Arbeit dann verweigern oder sollte sie ihren Vorgesetzten darauf hinweisen, dass das nicht richtlinienkonform ist? Ich denke, es macht immer Sinn, kostet ein bisschen Mut, ein bisschen Überwindung der Betreuungskraft, aber darauf hinzuweisen und auch fest in seinem Standpunkt festzuhalten und diese Tätigkeiten nicht durchzuführen, denn sie haften dafür. Ja, die Pflegekräfte haben ihren Nutzen durch die Arbeit der Betreuungskräfte vielmehr darin, dass die Betreuungskräfte Wohlbefinden schaffen, also durch Geschichten erzählen, durch gemeinsame Aktivitäten so ein bisschen Licht in diesen grauen Alltag bringen. Dadurch sind die Bewohner offener, fröhlicher, lassen sich leichter oder lieber versorgen. Diese Arbeiten der Betreuungskräfte schaffen eigentlich der Pflegekraft Zeit. Was kann denn die PDL oder die Führungskraft in der sozialen Betreuung tun, damit Betreuungsassistenten sinnvoll in das gesamte Team integriert werden? Ich glaube, die erste und die wichtigste Möglichkeit ist, die Betreuungskräfte an der Übergabe teilhaben zu lassen. Es ist für alle Seiten, also auch für die Seite der Pflege, der Leitung und auch der Betreuungskräfte immens wichtig, dass alle Bereiche genau untereinander abgesprochen sind, um dann diese ganzheitliche Pflege zu praktizieren. Mhm. Also auch Betreuungskräfte sind eben ausgebildet in verschiedenen Alterserkrankungen. Sie können das schon ganz gut beurteilen in der Validation. Sie können gut beobachten und das in der Übergabe dem Team mitteilen. Sie können aber auch für ihre Arbeit einen gewissen Teil aus der Pflege gut gebrauchen. Mhm. Also Frau Müller hat heute Beschwerden im Knie oder also es findet ein besserer Austausch statt. Mhm. Also jegliche Form der Beobachtung in einem. Gibt es sonst noch etwas, was für einen wertschätzenden Umgang mit Betreuungskräften entscheidend ist? Ich denke, man sollte sich schon vor Augen führen, dass die Betreuungskräfte auch eine Persönlichkeit haben. Also ganz wichtig ist der wertschätzende Umgang. Betreuungskräfte haben zum Teil Ausbildung, haben vielleicht auch schon ein abgeschlossenes Studium und wagen sich mit der Ausbildung zur Betreuungskraft in ein anderes Feld, in ein neues Feld für sie. Brauchen da auch ganz viel Unterstützung, denn diese knappe Ausbildung, 160 Stunden, reicht da nicht. Also sie brauchen eigentlich Begleitung und Wertschätzung. Mhm.